Echt schön, auch nochmal ohne Dündel. Hier so eine. Es wäre wunderschön, aber leider habe ich halt immer noch nicht Größe 34. Das, doch, die gefällt mir wirklich gut. Hallo ihr Lieben, es gibt jetzt ein XXXL Shein Haul. Ihr wisst, ich feiere diese Seite ungemein. I love it, Shein. Shein, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal shoppen wart. Ich habe euch alles in der Infobox verlinkt. Auch da gibt es auch einen Rabattcode noch von mir. Zusätzlich einen Rabattcode, den muss man wirklich dazu sagen, weil bei Shein ist schon alles sehr, 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 sehr günstig. Und deswegen ist es ja auch so einer meiner Lieblingsshops. Ihr wisst, ich bin ein kleiner Schnäppchenjäger. Ihr wisst auch, ich trage wahnsinnig gerne Kleider und ja, die haben immer den aktuellen Style. Richtig coole Sachen, aber für einen günstigen Preis. Ja, dementsprechend musste ich natürlich mal wieder bestellen. Jetzt gerade, wo ich wieder rank und schlank bin. Naja, noch nicht ganz, aber so ein bisschen. Meine Figur sich ein bisschen verändert. Hier ein ganzer Karton voll, damit ihr einfach mal wisst, was euch jetzt hier gleich erwartet. Ich ziehe wieder alles an, ich zeige euch wieder alles. Und es sind auch ein paar Dirndls dabei, weil ihr wisst, ich bin aus Bayern. Und da ist das gang und gäbe, dass man Dirndl im Schrank hat. Und die habe ich bei Shein entdeckt und ich fand die so mega cool, dass ich mir so ein paar bestellt habe. Ja, so ein paar. Man muss ja, wisst ihr, wenn hier, wenn Oktoberfest ist, dann zieht man nicht ein Dirndl die Woche lang jeden Tag das gleiche an, sondern man braucht schon mehrere. Und da ich aus Bayern bin, gehört sich einfach ein Dirndl, ja. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und ich zeige euch die Sachen, was ich bestellt habe. Und übrigens sind die Dirndl auch da mega günstig. Nee, egal. Wir fangen jetzt an und ich zeige euch alles und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, wenn euch solche Videos gefallen. Und wir legen jetzt los. So, kommt immer ganz schön verpackt, Shein. Und das erste Teil, oh ja, yeah, ich bin mal gespannt. Ja, da habe ich mir gedacht, es ist doch richtig cool und lässig. Das ist jetzt so eine, ja, ich würde sagen, so eine Übergangsjacke für den Herbst. Ne? Ich habe jetzt auch so ein bisschen für den Herbst mitbestellt. In Oversize, also ein bisschen größer. Und dann hat es hier so coole Perlen dran. Und das Model, wo das anhatte, sah das voll cool aus. Jetzt schauen wir mal, ob das bei mir auch so cool aussieht oder ob ich da wieder mal einen Fehlgriff gemacht habe. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt ein Kleid an, ich weiß nicht, ob das so ganz so cool ist, aber ja, vielleicht eher nicht. Das muss auf jeden Fall höher, wenn, dann müsst ihr was Kurzes oder das so weit hoch machen, weil sonst sieht das, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Way, aber das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus, selbst zu dem Kleid jetzt. Schaut mal. Doch, das gefällt mir. Einfach so eine Übergangsjacke ist das. Doch, die gefällt mir wirklich gut. Ja, genau so ungefähr sah das bei dem Model auch aus. Gefällt mir. Und zack, man hat was oben drüber, aber mein Mann sitzt da mit Kopfhörer, dass er mich ja nicht zuhören muss. Doch, gefällt mir. Ah, wie immer verlinke ich, versuche euch alle zu verlinken, alle Sachen, weil ihr fragt mich ja immer danach. Auf Instagram fragt ihr mich ja dann auch immer. Also ich versuche euch alles zu verlinken, damit ihr alles wiederfindet. So, und dann haben wir hier das nächste Tütchen. Und ich sehe schon, das ist das erste Dirndl, wo ich bestelle. Ich habe übrigens noch nie ein Dirndl bei Shein bestellt, aber ich habe mir gedacht, Wahnsinn, bei dem Preis. Also ich weiß nicht, ob wie gut ihr eure Erfahrungen habt mit Dirndls, aber die Dirndls, die liegen locker. Kannst du 100 Euro dafür ausgeben. Da hast du aber noch ein günstigeres so ungefähr. Und bei Shein sind die halt einfach mega günstig. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe mich einmal für das hier entschieden. Das sah super schön aus. Ich bin mal gespannt, ob mir das passt, auch von der Größe her. Ziehe ich an und da gibt es noch eine Bluse, ist sogar auch noch mit dabei. Bluse gehört natürlich zum Dirndl. So, jetzt habe ich jetzt natürlich nicht den optimalen BH an, ich habe einen Still-BH an, aber ich zeige es euch trotzdem. Da ist die Bluse. So, ich ziehe das mal kurz an. Ich habe jetzt mal nur auf die Schnelle angezogen, da muss man natürlich noch das ein bisschen ordentlicher binden und sowas und so richten und vielleicht eventuell mal bügeln, das lag jetzt in dem Karton drin, aber ich finde das jetzt schon und eventuell vielleicht auch einen richtigen BH anziehen, da ist nämlich die Bluse, die kann man hier schon noch ziehen, also es ist halt so eine richtige Dirndlbluse, aber mit dem Still-BH, da klappt das noch nicht so ganz hier. Naja, ihr wisst schon, ne, wie man halt so richtig einen Dirndl anzieht, aber ich finde, das sieht doch richtig schick aus, doch? Finde ich cool. Was haltet ihr von dem Dirndl? Wie steht mir ein Dirndl? Ich dachte mir gerade so, oh, was habe ich denn da bestellt?
Aber jetzt so beim längeren Betrachten finde ich es gar nicht so schlecht. Es ist halt ein längeres Kleid, gerade für den Herbst. Ich finde, da muss halt irgendwie so ein Accessoire noch hin. Da muss meine Kette zum Beispiel, ja, die finde ich natürlich jetzt hier. Meine Kette, dann wertet es das Ganze noch mal ein bisschen auf. Nee. So, zum Beispiel. Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Gerade eben habe ich mir gedacht, was habe ich denn da bestellt? Hä? Nee, aber umso länger ich es anhabe, halt ganz lässig, ne? Das ist halt einfach so. Und dann kann man ja das zum Beispiel mega cool kombinieren, ne? Mit der Jacke. So. Tada. Und man hat ein Outfit. Und total lässig und schön. Ich habe jetzt so eine Strumpfhose an. Ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt eine Strumpfhose anziehen müsste. Dann noch solche Boots dazu. Und ich glaube, dann sieht es richtig cool aus. Ja, ich unterschätze meine Größe momentan so ein bisschen. Es wäre wunderschön. Aber leider habe ich halt immer noch nicht Größe 34. Und Lisa bestellt halt einfach Größe 34. Ja, das ist ein Dirndl, wo ich halt einfach nicht reinpasse, wie man sehen kann. Ich weiß nicht, wie ich jemals wieder auch hier rauskommen soll, aber Hauptsache, ich habe mich irgendwie ein bisschen reingequetscht. Genauso das gleiche habe ich hier bei diesem Dirndl. Passe ich auch nicht rein. Ja, ihr wisst ja, ich habe erst ein Kind bekommen und bin noch nicht bei meiner alten Größe, aber vom Kopf bin ich schon voll und ganz bei der alten Größe und fühle mich auch rank und schlank. Aber ja, ich denke definitiv, ich passe da irgendwann wieder rein, aber momentan halt nicht. Leider. Bei dem habe ich mir die Bluse separat dazu bestellt, also die kann man auch so mal anziehen. Das ist eine total schöne Bluse. Die hat hier so richtig schöne, ja so gehäkelt. Das gefällt mir richtig gut. Und ich passe in das Dirndl rein. Finde ich auch richtig cool, gefällt mir richtig gut. Ich finde ja sowieso, die Farbe Rot steht mir eh immer ganz gut, weil ich ja so eher so ein dunkler Typ bin und ich finde, da passt Rot immer ganz gut. Das gefällt mir auf jeden Fall voll gut. Ja, also kann man da auch richtig gut kaufen. Also man muss halt ein bisschen gucken, wegen den Größen. Jetzt ist die ein, zwei sind ein bisschen zu klein geraten. Aber man sollte sich selber halt auch nicht unterschätzen, so wie ich mich unterschätze. Ja, müsst ihr mal gucken. Man kann hier auch jederzeit bei Shein alles wieder zurückschicken, ne? Also das ist auch gar kein Problem. Ich zeige euch die Bluse mal, weil ich finde die echt schön, auch nochmal ohne Dirndl. Ich habe jetzt so eine Strumpfhose an, ganz passend ist es jetzt nicht. Aber ich finde die echt schön. Also unten ist die blickdicht und hier oben ist halt eben das mit diesen schönen Mustern. Finde ich richtig, richtig schön. Also ich habe sie ein bisschen hochgekrempelt, weil ich das schöner finde. Aber kann man natürlich auch nach unten krempeln und dann hat man dann hier so ein Ding dann noch. Aber ich finde das immer... Ich weiß nicht, ich mag drei Viertel immer am liebsten, deswegen mache ich da hochkrempeln. Und da mein Bauch noch nicht so hundertprozentig zurückgezogen ist, ziehe ich ja jetzt wahnsinnig gerne so Sachen an, wo nicht so figurbetont sind, sondern so ein bisschen lockerer, lässiger. Das finde ich jetzt auch cool. Einfach so mit einer Leggings und dann so ein Hemd drüber und das Ganze vielleicht gebügelt, nicht so ungebügelt wie gerade. Aber ich fand das voll cool, auch mit der Farbe. Geht so schön über den Poppes, also richtig gut für eine Leggings, weil ich mag das nicht so, wenn das zu nicht so rüber geht. Und man kann ja dann auch einen Top drunter anziehen, habe ich jetzt nicht, mich zu voll mal hochzulaufen, aber das könnte man dann locker flockig machen. Ich habe auch zum ersten Mal, ich habe noch nie Schuhe bei Shein bestellt, bin jetzt echt gespannt, die werde ich jetzt dann gleich mal anprobieren, wie die Schuhe sind. Ich habe ja solche Boots einfach für den Herbst, die würden jetzt zum Beispiel zu diesem Outfit auch super dazu passen, finde ich. Ganz locker mit einer Bluse und dann Boots dazu, richtig herbstlich. Und dann vielleicht noch die coole Jacke dazu, die grüne, was ich am Anfang an hatte. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Dann habe ich auch was für die Kinder mitbestellt, kann ich euch ja auch gerne jetzt mal schnell zeigen. Da gibt es nämlich auch ganz viele tolle Sachen für die Kinder. Kids, da ist halt eins schon offen. Einfach eine Sweatshirtjacke, weil die Bella mal wieder eine Sweatshirtjacke gebraucht hat. Einfach in schwarz. Bella ist so in dem Alter, da ist schwarz ganz gut. Passt zu allem. Genau. Ja. Habe ich schon öfters jetzt auch was für die Kinder mitbestellt. Müsst ihr mal gucken, gibt es richtig tolle Sachen auch. Und Leggings habe ich auch, weil die Bella hat echt fast nichts mehr in ihrem Schrank. Solche... Die Leggings sind nämlich von ihr alle zu kurz geworden. Ihr passt fast nichts mehr. Ich fand die so cool. Ich stehe ja sowieso voll auf gerippt. Schaut mal, das ist so ein richtiger, schöner, gerippter Stoff. Seht ihr das? Richtig cool. Und die waren, das ist jetzt ein Dreier-Set gewesen. Die waren auch spottbillig. Richtig cool. Ich glaube, das wird ihr richtig gut gefallen. In verschiedenen Farben habe ich die. Einmal noch in so einem... ihr seht es gar nicht in den Tüten, gell?
muss ich mal auspacken für euch. Hier sieht es schon wieder aus. Ich habe es mir dann saustall gemacht, bis zum Gehen in so einem Grau noch. Ja, weißt, da könnt ihr auch einfach nur so, sie, zum Beispiel so eine Bluse wie ich jetzt oder so ein T-Shirt oder so, und dann ist sie angezogen. Jetzt auch gerade super für den Herbst. Und in einem Rost. Also richtig schöne Farben auch, wo man dann halt auch schön kombinieren kann, ne? Schatz, richtig cool. Also wenn man die drei Farben dann mal auf einmal sieht. Herbstliche Farben, würde ich sagen. Genau. Dann haben wir noch eine Bluse, die ziehe ich mal kurz an. So, dann habe ich jetzt noch die Bluse an. Die finde ich auch cool. Die ist halt jetzt ein bisschen verknittert und die muss man halt dann noch ein bisschen zurecht machen. Die war jetzt die ganze Zeit im Karton, aber ich sag ja sowas einfach lässig, ne? Hier mein Bäuchlein, mein Babybäuchlein. Der Rest vom Babybauch sieht man dann dadurch nicht, dass man es halt ein bisschen lockerer anzieht. Und trotzdem sieht das dann richtig cool aus. Und ich finde so ein bisschen herbstlich und sowas gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gefallen denn euch solche Blusen? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Jetzt zeige ich euch noch die Schuhe, wie die angezogen sind. Und ich probiere sie auch mal an. So, das sind die Schuhe. Ich zeige es euch mal so. Von der Größe, also ich habe immer Größe 38, 39. Ich habe jetzt halt 39 genommen. Und also ich muss sagen, nehmt lieber die Nummer größer. Also die passen jetzt schon, aber fühlt sich an wie eine 38. Also ich glaube, die fallen immer so ein bisschen kleiner aus. Also auf jeden Fall größer. Ja, es sind halt so richtig coole Boots, ne? Ich finde, die passen halt dann so cool zum Herbst einfach, ne? Wenn es dann so ein bisschen kälter wird und dann zu so einer Bluse, finde ich ideal. Wie findet denn ihr die Schuhe? Ich glaube, das ist so Geschmackssache, ne? So, das alles war jetzt meine kleine, aber große Ausbeute von Shein. Wie gesagt, schaut es da gerne mal vorbei. Jetzt gerade, wenn man neue Herbstsachen will oder so. So ab und zu so ein paar Accessoires, was neu sein sollte. Schaut da mal vorbei, da könnt ihr echt richtig günstig shoppen. Benutzt auf jeden Fall dann noch meinen Rabattgutschein, den habe ich euch in der Infobox verlinkt. Im besten Fall blende ich ihn euch ein, aber meistens vergesse ich das beim Schneiden. Also schaut auf jeden Fall in die Infobox rein, da habe ich dann euch nochmal auch alles aufgegliedert. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!